So, an der weiteren Location angetroffen. Das ist ein altes Wohnhaus. Sieht aber so aus, als hätte es hier mal gebrannt oder so. Ich zeige euch das mal. Also es sieht so aus, als hätte es hier schon mal ordentlich gefackelt. Als wäre die Bude hier mal komplett abgebrannt. Also hat es so einen Anschein für mich, dass die Bude mal gebrannt hat. Auf jeden Fall ein Wohnhaus bei uns in Oberfranken. Das sind noch ein paar alte Schuhe. Und das ist das Grundstück zu dem Haus. Krass. Müssen wir mal gucken, ob wir am zweiten Stock kommen. Was ist da oben? Wachhaus. Ja, gerade nicht. 864, 865. Pulvermagazin. Okay. Also es scheint ein Pulvermagazin zu sein. Hier ist noch so ein königlicher Infanterist abgezeichnet. Damit gehen wir so. Hier geht es dann weiter, jetzt sind wir im zweiten Stock. Haben sie alles schon zusammengehaut. Terrasse. Schaut euch das an, das ist ein herrlicher Blick. Wenn du dann früher hier gesessen warst, hast einen Kaffee getrunken. Einen herrlichen Blick zum Wald. Da unten ging es rein, das ist der Eingang da unten. Aber wie gesagt, anscheinend ist die Bude mal abgefackelt. Also es schaut so aus, als wäre das Haus eigentlich mal abgebrannt. Hier hinten ist stockdunkel, da sieht man gar nichts mehr. Hier gibt es noch einen Dachboden. Graffiti, wie es halt immer so ist. Anscheinend scheint es mal ein Madristenhaus gewesen zu sein, wo im Endeffekt Schießpulver und ähnliches gelagert worden ist. Ja, und ist schon ziemlich alt, 864 habe ich unten gelesen. Wahnsinn. Ja, und dann waren wir ja vorhin noch in einer anderen Location. Ja, und da kam dann die Besitzerin und die meinte, dass sie das nicht möchte, dass wir hier sind. Anzeige hat es keine gegeben, aber bitte fahrt nicht mehr dahin. Also das ist das Haus des Winzers. Bitte nicht mehr hinfahren, gibt Stress. Ja, haben wir das Bad gefunden. Also auf jeden Fall sind noch ein paar alte Utensilien da, wie ihr sehen könnt. Wahnsinn. Hier geht es dann weiter, aber es ist alles sehr dunkel jetzt hier drin. Ne? Ich habe Taschenlampe weiter dabei, außer die vom Handy. Draußen sind noch, so haben wir die Treppenaufnahmen. War echt traurig, das nicht. Geht es nochmal hoch? Es scheint ein Dachboden zu sein, aber da gibt es eh nichts zu sehen außer Spinnweben. Also ganz oben wird nichts mehr sein. Das sind die Treppen, da geht es dann hoch. Ja, hier ist nichts mehr viel zu sehen. Ja. Und dann würde ich sagen, ich melde mich später wieder. Bis dann. Ja, haben wir das Bad gefunden. Auf jeden Fall sind noch ein paar alte Utensilien da, wie ihr sehen könnt. Wahnsinn. Hier geht es dann weiter, aber es ist alles sehr dunkel jetzt hier drin. Ne? Ich habe Taschenlampe weiter dabei, außer die vom Handy. Draußen sind noch, so haben wir die Treppenaufnahmen. War echt traurig, das nicht. Geht es nochmal hoch? Es scheint ein Dachboden zu sein, aber da gibt es eh nichts zu sehen außer Spinnweben. Also ganz oben wird nichts mehr sein. Das sind die Treppen, da geht es dann hoch. Ja, hier ist nichts mehr viel zu sehen. Ja. Und dann würde ich sagen, ich melde mich später wieder. Bis dann. So, da ich mal wieder vergessen habe, das Auto zu drehen, mache ich das jetzt. Ich bin jetzt schon wieder daheim. Ja, und falls euch die Videos gefallen haben,
lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Vielen Dank.